OEE ist die Abkürzung für Overall Equipment Effectiveness. Der deutsche Begriff lautet Gesamtanlageneffektivität und ist eine der zentralen Steuerungsgrößen in einem Produktionsunternehmen. Wie man die OEE berechnet und was man mit den Ergebnissen auch wirklich dann macht, welche Stolpersteine es gibt und wie man die umschifft, das ist Teil dieses Videos und vor allem einer kleinen Videoserie, die ich dazu mache. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten die perfekte Maschine. Eine perfekte Maschine würde rund um die Uhr laufen, müsste nie gewartet werden, läuft immer mit der maximalen Geschwindigkeit und am Ende kommen 100% perfekte Produkte raus. Also keinerlei Stillstandszeiten, keine Qualitätsprobleme und immer unter Volllast. Das wäre der ideale Zustand. Die Gesamtanlageneffektivität hätte den Wert 100%. OEE ist gleich 100%. Aber so ist es natürlich nicht, in keinem Unternehmen der Welt. Wie weit man von diesem Idealzustand weg ist, das misst man eben mit der OEE. Und wie berechnet man diese OEE? Man braucht dazu drei Faktoren, die man miteinander multipliziert. Verfügbarkeit mal der Geschwindigkeit mal der Qualität gibt die OEE. Sehen wir uns diese drei Faktoren mal etwas genauer an. Die Verfügbarkeit beantwortet ganz einfach die Frage, läuft die Maschine oder läuft sie nicht? Völlig easy. Es gibt viele Gründe, warum die Maschine eben nicht läuft. Am Wochenende und in der Nacht wird zum Beispiel nicht gearbeitet. Die Maschine wird gewartet oder gerüstet. Es gibt einen Defekt, Material oder Mitarbeiter fehlen und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Maschinen eben stehen und nicht laufen. Also wir haben 365 Tage im Jahr und je Tag 24 Stunden. Eine ideale Maschine würde damit 8760 Stunden im Jahr laufen. Jetzt gibt es natürlich immer Einwände wie, wir haben aber keinen Dreischichtbetrieb und auch nur eine 5-Tage-Woche. Das ist alles richtig, aber diese Faktoren beeinflussen eben sehr stark, ob die Maschine läuft oder nicht. Das sind aber alles Gründe, die organisatorischer Natur sind. Sie könnten 24/7 produzieren, wenn sie es organisieren würden. Es gibt viele Beispiele, wo 24/7 Dienst völlig normal ist. Jetzt denken Sie mal an die Pflege in Heimen und in Krankenhäusern, denken Sie an die Polizei und die Feuerwehr oder an Leitstände in Kraftwerken, Stromnetzen und Wasserversorgung. Denken Sie an Flughäfen, Logistik und Ähnliches. Also der Idealzustand von 8760 Stunden laufende Maschine. Messen Sie, wie lange Ihre Maschine wirklich läuft und ob oder wie lange sie steht. Das geht übrigens auch mit relativ alten Maschinen, die vielleicht schon 50 Jahre auf dem Buckel haben, aber treu und brav ihren Dienst tun. Bei alten Maschinen kann man Sensoren nachrüsten, die Verfügbarkeit messen. Suchen Sie dazu einfach im Internet nach dem Stichwort Retrofit von Maschinen, dann finden Sie ganz viele Anbieter, die eben entsprechend sowas anbieten, dass man mit Sensoren alte Maschinen wirklich die Daten auslesen kann. Aber nochmal zurück zu diesem Thema Verfügbarkeit. Sie können es also organisieren, dass Sie im Dreischichtbetrieb 24/7 produzieren. Das ist eine Entscheidung, eine betriebliche Entscheidung, ob man das möchte oder eben nicht. Aber wir müssen in diesem Fall für die Berechnung der OEE immer vom Idealzustand ausgehen. Und das wäre eben diese 8760 Stunden Produktionszeit. Geschwindigkeit ist der nächste Faktor, den wir uns näher anschauen. Für jede Maschine gibt es ja vom Hersteller eine Angabe in den technischen Daten, wie schnell die Maschine laufen kann. Also wie viele Stück pro Stunde werden produziert oder wenn es zum Beispiel mehrere Nutzen aus einem Rohmaterial gibt, wie viele Bearbeitungsvorgänge pro Stunde ausgeführt werden. Bei der Stanze ist es zum Beispiel ganz typisch, dass sie mit jedem Hub mehrere Nutzen aus einem Blech oder aus einem Karton fertigen. Und bei einer Stanze zählen dann eben die Hübe pro Stunde. Und bei einer Lackieranlage ist es vielleicht die Fördergeschwindigkeit von einem Förderband oder so diesen Haken, wo man die Sachen eben entsprechend einhängt, ist dann eben da ausschlaggebend. In der Praxis werden die Maschinen aber fast nie mit der Maximalgeschwindigkeit gemäß Hersteller gefahren, sondern fast so gut wie immer irgendwie langsamer. Die Gründe sind hier ebenfalls vielfältig und reichen von massiven Qualitätsproblemen bei zu hohen Geschwindigkeiten bis zu Stockungen, Verstopfungen oder andere Stillstände, sowie auch ganz banale Gründe wie der Maschinenführer hat es halt nicht gern so stressig. Das habe ich also alles schon erlebt. Zum Beispiel bei einem Hobel, das ist eingezogen worden, so Vierkantholz ist dann auf allen vier Seiten eben entsprechend gehobelt worden.
wenn man den zu schnell laufen ließe, dann war immer die Gefahr, dass bei Ästen in dem Holz diese Astlöcher dann einfach ausreißen und danach das Holz für die weitere Verarbeitung einfach nicht mehr eben tauglich war. Und damit sind wir jetzt beim dritten Faktor der OEE, nämlich die Qualität. Eine ideale Maschine produziert nur Gutteile ohne Menge. Nun, die Realität ist eine andere, wissen wir alle. Am Ende der Maschine kommen eben nicht nur Gutteile raus, sondern eben auch Produkte, die man nur nach einer Nacharbeit noch verwenden kann oder die man vielleicht einer zweiten Verwendung zuführen kann, zum Beispiel Holzbalken, die haben ein Stück irgendwas ausgerissen, ein Astloch ausgerissen, die können wir kappen und als kürzeres Stück vielleicht noch für irgendwas weiterverwenden. Oder eben, die auch ganz Ausschuss sind. Wenn es zum Beispiel Toleranzen überschritten hat, wenn irgendwas ausgestanzt wird, nehmen wir mal an, jetzt irgendwelche speziellen Blechteile oder sowas aus einer Stanze und das passt nicht, dann können sie wegschmeißen. Alle drei Problemfelder, Nacharbeit, Zweitverwendung und Ausschuss, haben die Mühe und die Kosten aller vorhergehenden Schritte, Bearbeitungsschritte für die Katz werden lassen. Behalten Sie das immer im Hinterkopf. Es war bis zum letzten Bearbeitungsschritt alles für die Katz. Und das sollten Sie Ihren Mitarbeitern und vor allem sich selbst ja nicht wirklich antun. Damit wir das an einem Beispiel sehen und die Wirkung der OEE wirklich transparent machen, möchte ich das mal mit Zahlen hinterlegen. Die Zahlen habe ich immer wieder von einem Kunden erlebt und sind typisch für einen Betrieb, der sich noch nicht aktiv um die OEE gekümmert hat. Also das ist wirklich Realität, was da passiert. Ein Beispielbetrieb produziert 5 Tage die Woche im Zweischichtbetrieb und kommt an einer Stanze mit Wartungen, Rüsten, Pausen und ungeplanten Stillständen durch Probleme an der Maschine auf 2471 Stunden Produktionszeit. 2471 Stunden durch 8760 mögliche Stunden eines Jahres sind 0,282, also 28,2% Verfügbarkeit. Der Hersteller gibt die Maschine mit 6500 Hüben pro Stunde an. So schnell stanzt das Ding eben. Gefahren wird die Maschine aber mit 4650 Hüben pro Stunde, weil es sonst zu ständigen Stillständen durch Probleme mit der Materialförderung und der Entsorgung des Stanzabfalls kommt. Also 4650 Hübe durch 6500 Hübe, die technisch möglich wären, sind 71,5% der Geschwindigkeit. Die Qualität ist recht gut. Es werden 97,2% Gutteile produziert. Und jetzt multiplizieren wir mal die Verfügbarkeit, die Geschwindigkeit und die Qualität. 28,2% Verfügbarkeit mal 71,5% Geschwindigkeit mal 97,2% Qualität gibt 19,6% OEE. Bam! Das knallt natürlich jetzt rein. Sie kitzeln in diesem Fall nur 19,6% der denkbaren Produktionsmenge aus Ihrer Maschine. Das muss man sich mal vorstellen. Das bedeutet, neben Ihrer Maschine stehen 4 weitere virtuelle Maschinen, die Sie nicht nutzen. Und wenn es Kapperprobleme gibt, weil diese Maschine vielleicht auch noch eine Engpassmaschine ist, dann denken Sie ernsthaft darüber nach, Hunderttausende von Euros in die Hand zu nehmen, um eine weitere Maschine zu kaufen, anstatt die Gesamtanlageneffektivität wirklich zu managen und dadurch zu erhöhen. Bleiben Sie dran, im nächsten Video zur OEE geht es weiter, wie man die OEE jetzt wirklich tatsächlich in der Praxis steigert. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.